Hallo zu meinem heutigen Video. Heute möchte ich euch das Programm GTEMP vorstellen. Ich hoffe, es wird so ausgesprochen. Hier unten in meinem CairoDoc kann man das Piktogramm dazu sehen. Ich klicke mal drauf und hier könnt ihr schön betrachten, was denn GTEMP wirklich ist. Also GTEMP bezeichne ich selber ja auch schon, ich nehme mal hier, als ein Bildbetrachter und Browser für Gnome. Und ja, das wird es wahrscheinlich auch sein. Ich zeige euch, für was ich es benutze, eben besonders für Fotobearbeitung, also für meine Fotos und um diese auch zu organisieren. Diese Bilder hier habe ich heute mit meiner Panasonic Lumix FZ150 gemacht. Wenn ich auf ein Foto klicke, ich gehe mal hier in den größeren Modus, wenn ich hier auf ein Foto klicke, bekomme ich hier unten diverse Informationen zu einem Foto. Ich zeige das nochmal. Also wann es gemacht worden ist, was für eine Bildgröße, was für ein Format, eben einfach auch die Herstellerangaben zu der Kamera und hier auch die Einstellungen, die ich während ich dieses Foto gemacht habe, die Kamera hatte. Also diese Informationen kann ich hier links unten erhalten. Hier habe ich auch nochmal ein Histogramm, dann haben wir einfach mal auch so der Farbverlauf, also von unserem Bild können wir dann auch sehen, wie so das Diagramm dazu aussieht. Diese Informationen kann ich hier links unten mir anzeigen lassen. Dann hier oben die Leiste, das ist einfach zum Browsen. Ich kann hier wieder in einem Ordner davor wechseln, eben wenn, dann kann ich auch wieder zurück. Ich kann hier eine Ebene höher schalten. Ich kann hier sagen, ich möchte drucken. Ich kann hier nach Bildern suchen. Und das geht ziemlich komfortabel. Ich kann, und zwar hat es was mit dem Kommentar zu tun, aber dazu komme ich gleich. Hier kann ich ein Bild in den Vollbildmodus wechseln. Ich klicke mal drauf und ihr seht eben diese verschneite Bank. Mit Escape komme ich wieder zurück. Hier kann ich eine Diashow starten und eben jetzt beim Kommentarbereich, wenn ich da reinklicke, kann ich zu jedem Foto was als Beschreibung hinzufügen, einen Titel geben, eine Information zum Ort, ja, dann ein folgendes Datum noch dazu, wann es erstellt worden ist oder wann ich es bearbeitet habe, je nachdem, wie ich es möchte. Schlagwörter, eben diese Schlagwörter dienen dazu, dass ich dieses Bild auch relativ schnell finde. Da kann man mehrere hinterlegen. Und hier unten auch noch ganz wichtig, Bewertungen, also 5-Sterne-System. Ich kann da, wenn es ein sehr gutes Foto ist, 5 Sterne geben. Wenn es mir gar nicht gefällt, 0. Oder eben, wenn es halt mittelmäßig ist, ein 3er. Und das kann ich dann hier abspeichern. Unter den Reiter Andere kann ich noch eben die Copyright-Rechte hinterlegen. Ermöglicht durch und diverse andere Informationen zu diesem Bild mitgeben und danach eben abspeichern. Ich breche es hier mal ab. Das geht eben alles über dieses Menüfeld Kommentare. Dann haben wir hier unsere Werkzeuge. Hier ganz, sage ich mal, ja, normal, also so, sage ich mal, Grundwerkzeuge wie rechts und links drehen, tatsächlich drehen, die EXIF-Ausrichtung zurücksetzen. Ganz genau, was dahinter steckt, weiß ich nicht. Format umwandeln ist vielleicht mal nicht ganz uninteressant. Da können wir eben dieses JPEG-Bild umwandeln in PNG, TGA oder TIFF. Ich breche es einfach mal ab. Und dann habe ich hier noch was für die Bildgröße. Ich könnte eben, falls ich es im Internet publizieren möchte, hier von vornherein mehrere Bilder in ein kleineres Format, in einem gewissen Zielordner, rüber kopieren und dann aber auch gleichzeitig sagen, mach's mir wieder in JPEG oder in einem anderen Bilddatei. So, das geht alles hier. Metadaten löschen, Datum ändern und personalisieren. Was genau hier darunter steckt, muss ich ehrlich zugeben, weiß ich nicht. Dann haben wir hier nochmal eine Möglichkeit, das ist der Freigabe-Button. Hier kann ich eben Bilder bei Facebook, Flickr und ein paar anderen Diensten einfach hochladen. Wenn mir jetzt diese Bank gefällt, dann drücke ich einfach hier, gebe hier einen Namen ein, kann ein neues Album erstellen,
kann hier nochmal Informationen zu dem Bild geben, eine kleine Beschreibung. Und bei Sichtbarkeit kann ich es eben auf Privat, Privat und Freunde und ein öffentliches Foto, kann ich hier schon bestimmen, wer das so alles sehen darf. Die Größe ist dann auch noch wichtig, ob bei Facebook die Bilder in Originalgröße hochgeladen werden müssen. Das bezweifle ich, da können wir nämlich hier auch etwas was Kleineres nehmen. Tut auch der Internetleitung gut, da so sind die Bilder auch dann relativ schneller oben bei Facebook. Ich klicke hier wieder auf Abbrechen, also das verbirgt sich hinter Freigeben. Und wenn ich jetzt hier doppelklicke, dann komme ich in so einem Bereich, wo ich hier durch die Bilder hin und her browsen kann. Ich kann vergrößern, ich kann verkleinern, ich kann das Bild in Originalgröße zeigen. Ja, wenn ich die Space-Taste drücke, wechsle ich dann praktisch auch durch die Bilder hier unten. Moment, ich habe mich da vertippt, also hier zum Beispiel. Und hier haben wir auch wieder unser Kommentarfeld, das habe ich ja vorhin gezeigt. Hier wieder unsere Werkzeuge, da hat sich nichts dran geändert. Interessant wird es hier rechts oben im Eck, also wie ihr sehen könnt. Da wird es interessant. Wenn ich jetzt hier auf Datei bearbeiten klicke, habe ich ähnlich wie bei iPhoto unter macOS die Möglichkeit, die Farben zu verbessern, Farbabgleich zu machen, Schärfe verbessern, angleichen. Ich klicke mal drauf, dann wird eben ein Histogramm zur Verbesserung kurz ausgelesen. Ja, nicht speichern. So, entsättigen. Hier habe ich wieder die Möglichkeit, rechts herumzudrehen, links herumzudrehen, horizontal zu spiegeln. Ich kann hier drehen, Bildgröße ändern, zuschneiden. Und diese Option ist gleich auch nicht ganz uninteressant, wenn ihr einfach diese roten Augen habt und diese roten Augen weghaben möchtet, könnt ihr das einfach mit einem Mausklick erledigen. Und hier haben wir die Eigenschaften Dateianzeigen. Hier können wir uns nochmal ganz genau die Eigenschaften von diesem Foto hier anschauen. Hier nochmal die EXIF-Einstellungen, eben ISO-Geschwindigkeit 100. Hier die Belichtungszeiten, maximale Blende und diverses. Ja, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und ihr schaut euch auch mal das GTEMP an. Es ist, wie unter Linux eigentlich schon bekannt, kostenlos und es ist wirklich ein gutes Werkzeug, mit dem ihr eure Fotosammlungen einigermaßen organisieren könnt. Natürlich ist da auch Fleißarbeit von eurer Seite gefragt. Hinter den Kommentaren könnt ihr sehr viele Informationen hinterlegen und das erleichtert dann irgendwann mal auch die Bilder besser zu finden. So, bis zum nächsten Video und ich hoffe, ihr seid auch dabei. Bewerten, kommentieren, das wäre super. Wir sehen uns.